Erich Kästner, Die 13 Monate, ist ein Buch, das ich gerne zwischen den Jahren oder am Anfang eines neuen Jahres zur Hand nehme, dann, wenn einem die Zeit noch mal ganz dicht vorkommt, um bei ihm nachzulesen, wie es mit der Zeit ist, wie sich alles wandelt und wie alles doch gleich bleibt. Und der Wunsch nach einem 13. Monat, der ist immer wieder charmant. Ja, Richard Brecht, Publizist, Philosoph, Jahrgang 1965. Und ein Buch soll Freude machen. Und wenn gleichzeitig geschichtlicher Hintergrund und Humoreske hineinkommt, macht das umso mehr Spaß. Beides bietet Brecht mit seinem Buch. Es ist empfehlenswert und vor allen Dingen eine wunderschöne Erläuterung der bundesrepublikanischen jüngsten Zeitgeschichte. Wolfgang Borchert, 1921 geboren, bis 1947, im Alter von 26 Jahren gestorben. Ist für mich persönlich einer der wichtigsten Autoren der deutschen Literatur. Ich lese hier Gigi Fusch oder Der Kellner meines Onkels, eine Kurzgeschichte, die auf unglaublich schöne Weise und auch auf dramatische Weise das Leben eines Menschen schildert und Abgründe der Person darstellt. Ganz wunderbare Literatur.